man wird nicht von den Physikern reden dürfen, wenn es um das Thema Naturwissenschaft und Glaube geht. Aber es sind einige, gerade der großen Physiker, die man mit mehr oder weniger Recht als religiös bezeichnen kann. Zuerst ist dabei Max Planck zu nennen, dessen Entdeckung des Wirkungsquantums im Jahre 1900 die neue Physik eröffnete. Er hielt in den 20er und 30er Jahren Vorträge zu weltanschaulichen Fragen, in denen er um eine Versöhnung zwischen Naturwissenschaft und Glaube warb. Eine seiner späten Veröffentlichungen gipfelt in den Worten: Wohin und wie weit wir also blicken mögen, zwischen Religion und Naturwissenschaft finden wir nirgends einen Widerspruch. Wohl aber gerade in den entscheidenden Punkten volle Übereinstimmung. Religion und Naturwissenschaft, sie schließen sich nicht aus, wie manche heute glauben oder fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Die von Max Planck proklamierte Versöhnung zwischen Naturwissenschaft und Religion basierte aber auf einer sauberen Trennung in zwei Bereiche. Beide widersprechen sich nach Plancks Meinung nicht, weil sie nichts miteinander zu tun haben. Außer Max Planck und Albert Einstein nennt man meist noch drei deutsche Physiker, wenn man die sogenannten religiösen Physiker aufzählt, nämlich Werner Heisenberg, Pascual Jordan und Carl Friedrich von Weizsäcker. Mit allen dreien habe ich Gespräche geführt über die Zusammenhänge zwischen dem Gottesglauben und der Atomphysik. Werner Heisenberg, den wohl produktivsten Förderer der modernen Physik überhaupt, fragte ich zu Beginn, ob es nicht eine Spezialität der deutschen Physiker sei, philosophische und religiöse Fragen zur Physik zu stellen. Es mag in unserer Zeit so sein, dass philosophische Fragen speziell in diesem mitteleuropäischen Raum diskutiert werden, aber zu früheren Zeiten war das sicher anders. Also etwa Newton hat ja im Alter eine Anzahl von philosophischen und theologischen Fragen behandelt und hat diese Tätigkeit für ebenso wichtig gehalten wie seine Tätigkeit in der Physik. Und bei Kepler wissen wir natürlich auch, dass diese Seite sehr stark vertreten war. Aber auch bei amerikanischen Physikern, etwa bei Gibbs, solchen Leuten, ist es so gewesen. Also bloß in unserer Zeit mag es so sein, dass das philosophische Interesse an der Physik gerade in Deutschland und in Mitteleuropa besonders stark ist. Es hat ja noch zu der Zeit etwa der 20er Jahre Vorträge von Max Planck gegeben, der deutlich empfunden hat, dass es einen Kampf um die Weltanschauung gibt, also auch noch eine Streitfrage zwischen Religion und Naturwissenschaft. Und das ist ja ganz offensichtlich ganz abgeklungen. Woran liegt das eigentlich, dass man offensichtlich hier gar keine Fronten mehr empfindet? Ja, im 19. Jahrhundert ist wohl zunächst mit dem Fortschritt der Naturwissenschaft ein gewisser Widerstand gegen die Thesen der traditionellen Religion dadurch entstanden, dass man die religiösen Aussagen eben als naturwissenschaftliche fehlinterpretiert hat. Und erst Planck, oder auch schon vorhin andere, aber jedenfalls besonders Planck, hat nun sehr ausdrücklich gesagt, dass sich zunächst diese beiden Arten Aussagen auf verschiedene Dinge beziehen. Er hätte das so ausgedrückt, wie das ja die ältere Generation Ende des vorigen Jahrhunderts generell ausgedrückt hat. In der Religion handelt es sich um die Frage, was soll ich tun? Also um die Frage der Werte. Was ist wertvoll, was ist wertlos, was ist gut, was ist böse? Während in der Naturwissenschaft handelt es sich um die Frage, was ist? Das heißt, ist es richtig oder ist es falsch? Wie kann ich über die objektive Natur reden? Und da gibt es natürlich nicht die Frage von Gut und Böse. Also in anderen Worten, es sind zwei ganz verschiedene Welten, über die da gesprochen wird. In der Naturwissenschaft über die objektive Welt des materiell draußen Ablaufenden und in der Religion über die Welt der ethischen Verpflichtungen. Was soll ich tun und was ist gut, was ist böse? Nun, diese Auffassung ist für unsere Zeit vielleicht auch sehr schwer noch zu vollziehen. Und ich glaube, dass generell die völlige Trennung zwischen Glauben und Wissen auf die Dauer nicht möglich sein wird. Denn in der Geschichte der Religion ist es ja gar kein Zweifel, dass die Religion immer das ganze Wissen der betreffenden Zeit zur Voraussetzung gehabt hat und dass die Wertskala im Rahmen dieses Wissens postuliert worden ist. Also es kann immer nur Notbehelf für kurze Zeit sein, wenn man Glauben und Wissen völlig trennt
Und wir vermuten eben auch, dass in unserer Zeit das gar nicht mehr gehen wird und dass die Welt der Werte eben doch auch mit der Welt der wirklichen Tatsachen, der naturwissenschaftlichen Wirklichkeit irgendwie verknüpft ist. Ja, vor allem die Folgen, die sich aus der Physik selber, zum Beispiel bei der Atombombe, ergeben haben, liegen es ja schon nahe. Beides nicht so klar voneinander zu trennen, also die objektivierende Naturwissenschaft und andererseits ethische Fragen, die ja unmittelbar jetzt erkennbar mit der Naturwissenschaft zusammenhängen. Ja, zumindest sind wir als Physiker eben darauf gestoßen worden, dass auch die reine Erkenntnis schon diesen Charakter von Gut und Böse bekommen kann, indem eben das Erkennen zu praktischen Möglichkeiten führt, die so stark ins Leben der Menschen eingreifen, dass da die Frage nach richtig und falsch, nach gut und böse unbedingt gestellt werden muss. Berühmtestes Beispiel immer die Konstruktion der Atombombe. Also der Naturwissenschaftler unserer Zeit ist gezwungen, über ethische Fragen nachzudenken, um die kommt er nicht mehr herum. Aber ich glaube, auch abgesehen von diesem äußeren Zwang, der durch die Entwicklung gekommen ist, müssen wir uns eigentlich sagen, dass diese völlige Trennung zwischen Wissen und Glauben doch nur eine ganz vorübergehende Situation des ausgehenden 19. Jahrhunderts war. Es ist ja nun bekannt, Sie schreiben es auch in Ihrem Buch, der Teil um das Ganze, dass Albert Einstein es sich angewöhnt hatte zu sagen, der liebe Gott würfelt nicht. Und diese Formulierung wohl doch wenigstens halbwegs ernst als ein Argument anbrachte, um gegen eine statistische Deutung der Gesetze in der Quantentheorie zu argumentieren. Wie kommt das eigentlich, dass ein Physiker ein solches Argument überhaupt erwägt? Also für einen Physiker ist wohl ein zentrales Erlebnis der große gesetzmäßige Zusammenhang der Natur, und es ist schon oft so formuliert worden, dass der Gott der Physiker eigentlich dieser große Zusammenhang sei. Nun ist das sicher auch eine unerlaubte Vereinfachung, aber man wird vielleicht dieses häufige Zitieren des lieben Gottes durch Einstein schon so auffassen können, dass für ihn dieser zentrale Zusammenhang, den er ja in seiner Naturwissenschaft immer wieder aufs Deutlichste gespürt und dann auch mathematisch formuliert hat, dass dieser Zusammenhang für ihn eine ganz ungeheure Bedeutung hatte, die man von außen vielleicht auch als göttlich bezeichnen kann. Daher, und ich würde sagen, eben deshalb ist es für ihn ein unerträglicher Gedanke gewesen, zu glauben, dass diese zentrale Gesetzmäßigkeit einen statistischen Charakter hat, oder in einfachen Worten ausgedrückt, dass sie zum Teil zufällig ist. Das heißt, dass es gewisse Bereiche gibt, die gar nicht mehr gesetzmäßig geordnet sind, sondern in denen eben der Zufall dann eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und das wollte Einstein auf keinen Fall gelten lassen, und drum sein Postulat, Gott würfelt nicht. Und dann nun in der Quantentheorie ja tatsächlich statistische Gesetzmäßigkeiten als die eigentlich letzten und richtigen Gesetzmäßigkeiten herausgekommen sind, konnte Bohr eben gegen Einstein nur so argumentieren, dass er sagte, es kann doch nicht unsere Aufgabe sein, Gott vorzuschreiben, wie er die Welt regieren soll. Also in anderen Worten, wenn uns die Natur zeigt, dass diese letzten Zusammenhänge auch den Zufall enthalten, dann müssen wir das eben hinnehmen und müssen sagen, ja, zum Verständnis der Welt gehört eben dieses Zufallselement mit dazu. Das, was Sie jetzt als Zufall bezeichnet haben, was man ja auch als Unbestimmtheit oder als fehlende Determiniertheit bezeichnen kann, hat ja manchen populären Schreiber und vielleicht auch manchen Theologen dazu verlockt, sich auszumalen, ob nicht dort, wo die Natur offensichtlich nicht mehr festgelegt ist, es nun nicht denkbar geworden ist, dass diese Räume freien Spielraum lassen für den Eingriff des Schöpfers, der nun doch in einer bisher scheinbar festgelegten Natur nun noch einmal in Erscheinung treten kann. Aber ich fürchte, dieses Argument ist eigentlich keins, ist jedenfalls keines seriöses und würde ja wahrscheinlich auch einem Gottesbegriff gar nicht angemessen sein. Also das Missverständnis, das Sie eben schildern, ist in der Tat immer wieder aufgetaucht. Und daher hat Bohr und ich auch mich selber, ich habe mich sehr darum bemüht, dieses Missverständnis auszuräumen. Man kann ganz sicher nicht so direkt sagen, weil nun der Zufall eine Rolle spielt, daher ist an dieser Stelle ein freier Raum,
der nun durch den Willen des Einzelnen oder durch den Willen Gottes ausgefüllt werden kann. In Wirklichkeit hat sich durch die Quantentheorie, in der dieses Zufallselement eine Rolle spielt, unser ganzer Begriff des Verstehens der Natur verändert, und zwar in mehrfacher Weise. Erstens, wir haben gelernt, dass die Sprache viel vorsichtiger angewendet werden muss, als das früher nötig war. Und dass insbesondere der Begriff der Komplementarität eine Rolle spielt, den Bohr eingeführt hat, und der etwa besagt, dass wir eben in verschiedenen Fragestellungen verschiedene Antworten bekommen, die nicht so einfach zusammenpassen, die sogar zunächst einander zu widersprechen scheinen und die erst bei ganz genauer Analyse der Fragestellung und der gegebenen Antworten als zusammenpassend nachgewiesen werden können. Also was wir gelernt haben von der Natur ist eigentlich nur, dass wir viel vorsichtiger mit unserer Sprache umgehen müssen, als es früher üblich war, und dass deswegen schon bei solchen Problemen wie dem freien Willen oder der kausalen Bestimmtheit der Entscheidung des Einzelnen, dass man da sehr subtil überlegen muss, wie die verschiedenen Fragestellungen aufeinander passen, in welcher Relation sie zueinander stehen. Aber eben diese unmittelbare Anwendung, die Statistik der Quantentheorie gebe nun Platz für den Willen Gottes oder für den freien Willen des Einzelnen, die ist viel zu oberflächlich und ist gar nicht zu brauchen in der Form. Soweit der erste Teil des Gesprächs mit Werner Heisenberg. Das religiöse Missverständnis der atomaren Unbestimmtheit, vor dem Heisenberg eben warnte, ist tatsächlich verbreitet. Aber so einfach lässt sich die Atomphysik offensichtlich nicht als Gottesbeweis verwenden. Dennoch hat es nicht an Versuchen gefehlt, sie so zu interpretieren, dass sie scheinbar die christlichen Glaubenswahrheiten bestätigt. Das hat zum Beispiel auch der Hamburger Atomphysiker Pascal Jordan in einigen populären Büchern getan. Auch die Himmelfahrt Jesu sei, so schreibt er, nicht auszuschließen, weil die moderne Mathematik und Physik einen ganz neuen Begriff vom Raum entwickelt habe. Aber Jordan hat mit diesen Überlegungen bei Kollegen nicht viel Zustimmung geerntet. Auch nicht mit einer anderen Überlegung, die freilich nicht nur er angestellt hat und die genau jenem Versuch religiöser Interpretation der Unbestimmtheit entspricht, von der Heisenberg eben gesagt hat, sie sei nicht zu brauchen. Man geht dabei von der Tatsache aus, dass einige atomare Vorgänge zufällig zu sein scheinen und keine Voraussage, keine Prognose über ihren Verlauf zulassen. Und nun fragt man, darf nicht der religiös gläubige Mensch statt von Zufall hier von Willensfreiheit oder gar von einer Fügung Gottes sprechen, von einem Eingreifen Gottes in die Natur? Pascal Jordan referiert diese Überlegungen. Wenn wir innerhalb statistischer Gesetzlichkeit ein Einzelereignis betrachten, beispielsweise den Zerfall eines einzelnen individuellen Radiumatoms, dann müssen wir sagen, der Naturwissenschaftler kann keinerlei Voraussage machen. Er muss im Gegenteil die ausdrückliche objektive Unmöglichkeit einer Voraussage darüber feststellen, eine Voraussage darüber, wann ein individuelles bestimmtes Radiumatom zerfallen wird. Hier haben wir es zu tun mit Naturvorgängen, die sich im Einzelfall wohlgemerkt jeder naturwissenschaftlichen Prognose entziehen. Im Grunde kann der Naturwissenschaftler gar nicht mehr feststellen als diese grundsätzliche Unmöglichkeit der Prognose. Der religiös gestimmte Mensch wird geneigt sein, diese Unmöglichkeit der Prognose aufzufassen als ein Anzeichen von Freiheit. Aber es ist so, dass mit Logik über diese Feststellung als solche überhaupt nicht hinauszukommen ist. Mit ausschließlicher Anwendung von Logik. Man kann einem Ungläubigen nicht beweisen, dass in einem unvoraussehbaren Geschehen die Hand des Schöpfers wirksam werden wird oder auch die Willensfreiheit eines lebenden Menschen. Das kann man nicht beweisen, aber immerhin wird die Möglichkeit einer solchen Vermutung offen gehalten
Und diese Möglichkeit ist erst durch die moderne Entwicklung der Physik geöffnet worden, während sie vorher grundsätzlich verschlossen und verneint zu sein schien. Aber diese Überlegung von Pascal Jordan wird von den meisten Physikern nicht geteilt. Auch Werner Heisenberg, dessen Formulierung der Unbestimmtheitsrelation überhaupt erst diese religiöse Spekulation ausgelöst hat, widerspricht ja, wie wir gehört haben, dieser Deutung des Unbestimmten, des Zufälligen. Er knüpft mit seinen theologischen Überlegungen nicht beim Zufälligen an, sondern beim Gesetzlichen, bei der wunderbaren Ordnung, die in der Natur herrscht. Ein Beispiel dafür findet sich in den Lebenserinnerungen, die Werner Heisenberg unter dem Titel »Der Teil und das Ganze« veröffentlicht hat. Darin berichtet er von einem Spaziergang mit einem Freund, dem Physiker Wolfgang Pauli. Heisenberg schrieb: »Als wir eine Weile am Ende der Mole gestanden hatten, fragte Wolfgang mich ziemlich unvermittelt, glaubst du eigentlich an einen persönlichen Gott? Ich weiß natürlich, dass es schwer ist, einer solchen Frage einen klaren Sinn zu geben, aber die Richtung der Frage ist doch wohl erkennbar. Darf ich die Frage auch etwas anders formulieren?« erwiderte ich. »Dann würde sie lauten: Kannst du oder kann man der zentralen Ordnung der Dinge oder des Geschehens, an der ja nicht zu zweifeln ist, so unmittelbar gegenübertreten, mit ihr so unmittelbar in Verbindung treten, wie dies bei der Seele eines anderen Menschen möglich ist? Wenn du so fragst, würde ich mit Ja antworten.« Soweit das Zitat aus Heisenbergs Lebenserinnerungen. Der Begriff der zentralen Ordnung spielt in Heisenbergs Überlegungen eine große Rolle. Gemeint ist dabei nicht nur die begriffliche Einheit der Physik, ja der Natur überhaupt, sondern auch die Einheit, die uns als Beobachter der Natur mit der Natur verbindet. Diese zentrale Ordnung setzt Heisenberg gleich mit der Gottheit, mit dem, wie Heisenberg es vorsichtig umschreibt, zu dem wir in der Sprache der Religion in Beziehung treten. Doch kehren wir zunächst noch einmal zurück zum Begriff des Zufälligen. Vielen Menschen ist es unheimlich, dass in der Natur der Zufall herrschen soll. Jacques Monod, der französische Nobelpreisträger für Biochemie, hat das gespürt bei dem Erfolg seines Buches über Zufall und Notwendigkeit. So fragte ich auch Werner Heisenberg in unserem Gespräch, ob man nun Abschied nehmen müsse von der Vorstellung, dass alles in der Natur gesetzmäßig geordnet sei, ob es stattdessen ein blind waltendes Geschick gebe, einen Zufall, in dem kein Mensch einen Sinn sehen könnte. Ja, ich glaube schon, in dem, was Sie eben gesagt haben, sieht man das Dilemma, in das man gerät, wenn man so über diese Fragen redet. Denn Sie benutzen einmal den Begriff Zufall und sind unzufrieden damit, dass man den blinden Zufall in die Naturgesetzlichkeit einführt, und Sie sprechen andererseits von das Wort Sinn aus. Nun würde ich sagen, im Burschenstil, dass eben die Situation, in der wir von Sinn eines Geschehens sprechen, komplementär ist zu einer anderen Situation, in der wir ein bestimmtes Experiment sehr oft wiederholen und dabei dann gezwungen sind, von Zufall zu sprechen. Unsere naturwissenschaftliche Erfahrung ist die, dass wenn wir gewisse Experimente tausendmal wiederholen, genau unter denselben Anfangsbedingungen, dass nicht etwa tausendmal genau dasselbe rauskommt, sondern dass eine Verteilung von Ausgängen vorkommt. Und diese Verteilung ist eine zufällige, das heißt, wir können die Häufigkeiten der einzelnen Vorkommnisse vorausberechnen, aber wir können nicht genau wissen, was im Einzelfall passiert. Wenn wir aber von Sinn sprechen, dann denken wir ja an den Zusammenhang eines Ereignisses mit einem anderen und meistens eines ganz bestimmten Ereignisses mit einem anderen. Das heißt, wir fragen eigentlich nach etwas völlig anderem als nach einer Serie von wiederholbaren und wiederholten Experimenten. Und man müsste eben nun diese beiden Fragestellungen in ihrer Relation genau analysieren, bevor man wirklich herausbringen kann, ob da ein Widerspruch vorliegt oder ob das im Grunde nicht nur sehr eben komplementäre Seiten desselben Geschehens sind. Kann man unter diesen Voraussetzungen dann überhaupt noch von Natur sprechen? Man könnte sich ja denken, um ein Beispiel aus einer anderen Wissenschaft zu nehmen, die Philosophen haben so lange von Gott geredet, bis sie dann einmal den Tod Gottes, jedenfalls den Tod dieses Gottes der Philosophen, ausgerufen haben. Vielleicht geht es den Theologen sogar gar nicht so ganz anders, dass sie ihren Gegenstand, den Gegenstand ihrer Wissenschaft, verlieren, je mehr sie ihn
zu erforschen und festzulegen suchen. Und Sie haben auch einmal geschrieben, dass dem Naturwissenschaftler nicht mehr die Natur an sich begegnete, sondern allenfalls eine Natur, die bereits eine von uns befragte Natur ist. Und man könnte ja dann geradezu vermuten, dass der Mensch wirklich mit sich alleine ist und das, was er von der Natur erfährt, immer nur das ist, was er vorher in sie hineingelegt oder jedenfalls in sie hineingefragt hat. Ja, in der früheren Naturwissenschaft konnte man natürlich unterscheiden zwischen einer Natur, die als objektiv gedacht wurde und die wir betrachten, und uns als die Betrachter. Aber gerade diese völlige Unterscheidung zwischen etwas, was vor uns und außer uns steht, nämlich der objektiven Natur, und uns als Betrachter, diese Unterscheidung, die ist natürlich im Verlauf unserer Wissenschaft unmöglich geworden. Also die Situation in der Atomphysik ist gerade die, dass wir erkennen müssen, dass die Objektivierung des Geschehens nicht durchgängig möglich ist. Wir brauchen also nicht mehr das Wort objektiv, sondern objektivierbar. Das heißt, es gibt immer Teile der Phänomene, Teile des Geschehens, die wir so hinaus projizieren können, wie das früher in der Naturwissenschaft üblich war. Aber es gibt auch immer Teile, die eben gerade diese Art von Projektion gar nicht zulassen. Und insofern ist also die Unterscheidung zwischen der von uns erkennbaren Natur und dem erkennenden Menschen, diese Unterscheidung, die funktioniert nicht mehr in der modernen Atomphysik. Und sie ist eben durch etwas Komplizierteres, Subtileres ersetzt. Und diese Grundsituation, die schien mir gut zusammenzupassen damit, dass natürlich der Mensch auf dieser Erde jetzt immer schon seinen menschlichen Produkten begegnet, dass er zwar die Welt, die Erde beherrscht, aber eben dadurch gerade auch in die Schwierigkeiten kommt, dass er sozusagen sich selbst, seine eigenen Werke beherrschen muss. Und insofern habe ich mal diesen Vergleich gebraucht, dass ich gesagt habe, der Mensch begegnet auf dieser Erde immer nur sich selber. Aber in der Naturwissenschaft speziell soll das nur heißen, wir haben eingesehen, dass es diese objektive Natur, die völlig von uns getrennt ist, dass es die nicht gibt, sondern dass wir auch an die Natur nur die Fragen stellen können, die eben aus der Relation zwischen der Natur und uns folgen, und dass wir daher auch immer nur die Natur erkennen, die sich unserer Frage öffnet. Und insofern spielt das Erkenntnisvermögen des Menschen eben in aller Naturwissenschaft auch eine entscheidende Rolle. Wenn man so genau nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem, was eigentlich der Mensch selber an Erkenntnis hat und das, was er als Natur erkennt, dann wird es doch auch sehr problematisch, in der Natur etwas zu sehen, was man dann vielleicht als das eine oder als die zentrale Ordnung, wie Sie es geschrieben haben, bezeichnen kann und von dem man dann sagt, ich begegne ihm. Könnte man das wirklich dann sagen, wenn Sie doch zugleich feststellen müssen, dass es für den Naturwissenschaftler eigentlich gar kein Gegenüber mehr geben kann? Ich würde sagen, dass das Erlebnis der zentralen Ordnung immer noch ein ganz entscheidendes Erlebnis ist, selbst wenn wir erkennen, dass diese zentrale Ordnung nicht etwas außer uns ist, dem wir als außer uns begegnen können, sondern etwas, an dem wir dann ebenso auch teilhaben. Das heißt, diese zentrale Ordnung gestaltet ja nicht nur das Geschehen außerhalb von uns, sondern gestaltet auch unsere Erlebnisfähigkeit, unseren Geist, unsere Seele. Das heißt, wir sind in diese zentrale Ordnung eingebettet, auch mit unserem Erkenntnisvermögen und mit unserem Erlebnisvermögen. Und deshalb empfinde ich gar keinen Gegensatz, wie Sie es eben angedeutet haben, dass die zentrale Ordnung ja nur erkennbar sein, wenn sie außerhalb von uns ist, sondern im Gegenteil. Die zentrale Ordnung gestaltet sowohl die Natur, soweit sie objektivierbar ist, als auch unsere Beziehung Natur, als auch unser Erkenntnisvermögen. Und trotzdem kann ich doch von einer zentralen Ordnung durchaus reden. Sie haben aber geschrieben in Ihrem Buch Der Teil und das Ganze, dass diese zentrale Ordnung Ihnen begegnete, so wie Sie der Seele eines anderen Menschen begegnen könnten. Das haben Sie geschrieben, als Sie gefragt wurden, wie Sie zu einer Gottesvorstellung stünden. Und das liegt doch, wenn man den Vergleich mit der anderen Seele aufnimmt, liegt das doch sehr nahe,
als sei nun doch die zentrale Ordnung etwas, dem man begegnen könnte, wie etwas, was man nicht selber ist. Nein, ich würde den Vergleich da ruhig noch um eine Schicht tiefer nehmen. Ich würde sagen, auch wenn wir der Seele eines anderen Menschen begegnen, ist diese Begegnung nur dann ganz intensiv, wenn wir spüren, dass wir nun mit dem anderen in Einklang sind. Das heißt, dass wir dessen Empfindungen auch selber haben und dass er auch unsere Empfindungen hat. Das heißt, dass eine Art von Resonanz stattfindet zwischen der Seele des anderen und uns selber, sodass die beiden eigentlich ein und dasselbe sind für einen Moment oder jedenfalls in gewissen Reaktionen. Und gerade in diesem Punkt scheint mir eben der Vergleich dann gut, denn wir empfinden eben auch, wenn wir die zentrale Ordnung erleben, dass sie sowohl zu dem Draußen als auch zu uns selber gehört. Also wir empfinden auch diese Resonanz mit dem Draußen in der zentralen Ordnung. Die Worte von Werner Heisenberg zeigen, dass er mit diesen aus seinem Umgang mit der Natur entwachsenen religiösen Anschauungen in einer Tradition steht, die von den griechischen Naturphilosophen über Kopernikus bis zu Einstein reicht. Hinter der Harmonie und Gesetzmäßigkeit der Natur, so könnte man diese Überlegungen zusammenfassen, muss ein ordnender Geist stehen, den der jüdische und christliche Glaube den Schöpfer nennt. Andererseits gebraucht Heisenberg den Vergleich, der zentralen Ordnung könne man begegnen wie der Seele eines anderen Menschen. Denn die zentrale Ordnung, die wir einmal etwas salopp als den Gott der Physiker bezeichnen können, ist nicht nur in der Natur zu finden, vielmehr ist der beobachtende Mensch selbst Teil dieser Ordnung. Vielleicht darf man deswegen sagen, dass Heisenberg pantheistisch denke. Woher stammt der Wunsch eines Physikers, einen eigenständigen Gottesbegriff zu entwickeln? Ist es ein religiöses Gefühl, das sich hier artikuliert, oder liegt ein sachlich-fachliches Interesse vor? Man wird Letzteres vermuten dürfen. Die Überzeugung, dass die Natur einfach, symmetrisch und einheitlich sei, hat Heisenberg bei seinen Forschungen immer begleitet. Und Ausdruck dieser Einheit ist die Idee der zentralen Ordnung. Auch in einem Diskussionskreis jüngerer Atomphysiker in Heidelberg wurde Heisenbergs Idee der zentralen Ordnung so gedeutet, als man diesen Physikern in Heidelberg die Worte ihres großen Kollegen Heisenberg vorgespielt hatte. Die Frage nach göttlicher oder nicht göttlicher Ordnung innerhalb unseres in sich geschlossenen Systems halte ich nicht für sehr relevant. Und das ist natürlich für Naturwissenschaftler, die diese Situation erkennen, insbesondere da. Das heißt, die Situation, dass sie sich in einem vollständig geschlossenen System befinden und somit jede Frage nach einem Gott immer wieder eine Bewegung im Kreise letzten Endes ist. Ja, das ist also vollkommen richtig. Diese Frage ist, glaube ich, für die heutigen Physiker nicht mehr relevant. Ich glaube, dass sich der Naturwissenschaftler darauf beschränken sollte, die Zusammenhänge in der Natur zu sehen und diese Zusammenhänge möglichst sichtbar und übersichtlich zu machen, und dass die Frage danach, wer das im Letzten alles geschaffen hat und woher diese Gesetze kommen, dass die eigentlich aus dem Erfahrungsbereich aus dem Tätigkeitsfeld der Physiker oder der Naturwissenschaftler eigentlich herausfällt. Das müssten andere Leute machen. Mir scheint, dass die Physiker heutzutage als die Göttererben angesehen wird. Also man müsste das so umdrehen. Und das ist manipuliert in gewisser Weise von der Gesellschaft. Darüber muss man doch reden, wenn man über den Gott der Physik redet. Ja. Man kann nicht dabei stehen bleiben, dass man einen Physiker fragt, wie er Gott definieren wird, sondern muss zugleich sehen, dass, wenn man über Gott redet, da etwas im Raum steht, was auch auf das Bild, was die Öffentlichkeit vom Physiker hat, wirkt. Und infolgedessen wieder auf das, was er von sich selbst hat, nämlich als so eine Priesterfunktion. Das ist jetzt vielleicht sehr oberflächlich. Das ist auch genau die Antwort auf die Frage, warum man nach dem Gott der Physiker und nicht nach dem Gott der Bauern fragt. Nicht? Weil die Physiker in ihren Ergebnissen eben immer Prognosen stellen können, und diese Prognosen haben sich auch zum Teil als richtig, aber auch zum Teil als falsch erwiesen. Das heißt, sie konnten Voraussagen machen und ihre Theorien haben irgendetwas erklärt. Nicht? Und die Leute, die also nach dem Gott fragen, die haben immer eine Theorie aufgeworfen mit diesem Gott, die im letzten Endes nichts bringt, sondern nur noch neue Probleme zu den alten Ungeklärten dazu bringt. Ja? Jetzt hat man also versucht, diese Frage an die Physiker weiterzugeben, weil man sie als kompetent erachtet hat, dass sie Probleme lösen kann mit einer sachlichen Art und auch in einer Art, die zwingend ist. Ja? Die Gottesfragen sind ja alle nicht zwingend. Ja? Das ist vielleicht der Grund, warum man nach dem Gott der Physiker gefragt hat und nicht nach dem Gott der Bauern, weil der Gott der Bauern uninteressant ist, weil die Bauern auch selten Prognosen stellen. Nicht? Ich sage ja, Ihre Frage
Beispiel. Und das ist jetzt der weitere Punkt, den ich nur kritisieren will, warum die Physiker sich so mit Philosophie und mit dem Gottesbegriff beschäftigen. Das hängt ja damit zusammen, dass die Philosophen selbst es nicht tun. Andererseits gehen die Physiker wirklich sehr dilettantisch dran, weil in ihnen nämlich auf der einen Seite, sie haben auf der einen Seite die starken Kriterien ihrer eigenen Fachwissenschaft und auf der anderen Seite leiden sie dann, wenn sie philosophisch werden, unter einer großen Verwaschenheit der Begriffe. Physik steht da als der akzeptierte Formalismus. Nun ist es aber sicher so, dass die naturwissenschaftliche Schlussweise auch längst auf die Psychologie und damit, weil die Psychologie eine solche Rolle in der Selbsterkenntnis des Menschen hat, also auf die Selbsterkenntnis der menschlichen Persönlichkeit angewandt wird. Nicht? Die Physik ist eine Art und Weise, sich selbst als Mensch zu verstehen. Die naturwissenschaftliche Art und Weise, von sich selbst zu denken und sich selbst zu erfahren. Und da kommen wir dann doch dazu, dass die Physik eben ein riesengroßes Koordinatensystem auch heute noch de facto ausfüllt, in dem alles das enthalten ist, was früher Gott genannt worden ist. Und worauf man sehr, sehr achten muss, ist jetzt, dass die Physik da einen unheimlichen Grenzübergang gemacht hat, längst, indem sie auch auf die Seele selbst angewendet wird. Nicht? Was Heisenberg da so in einer Gleichung sagt, die Erfahrung der Natur ist für ihn erstaunlicherweise ähnlich wie die Erfahrung einer vertrauten Seele. Das ist eigentlich nicht so sehr ein Erlebnis, als vielmehr eine Arbeitshypothese der heutigen Naturwissenschaft. Nicht? Und da finde ich, unter dem Gesichtspunkt ist es doch auch interessant, die Frage nach dem Gott der Physiker zu stellen, weil diese Frage nach Gott sozusagen die vorige Stufe der Selbstklärung über irgendein Ganzes gewesen ist. Und die Physiker selbst haben den Übergang geschafft, in den Augen der Öffentlichkeit, oder jedenfalls so werden sie gebraucht, in eine neue Ganzheitsvorstellung von all dem, was den Menschen betrifft, nicht? Alle seine Fragen zu klären. Vielleicht sollte man doch noch dazu sagen, dass im Vergleich zu der Generation von Heisenberg und Jordan die Kleinarbeit, in dem ein Teil eines Teils erforscht wird, heutzutage für den größere Teil der Physiker eben doch die wesentliche Arbeit ist. Und dass angesichts dieser Beschäftigung Gedanken an das Ganze und das Göttliche sicherlich um einiges entfernter liegen als bei der Arbeit, die diese Generation im Jahre 1920 getan hat. Und auch aus diesem Grunde an diese Art von Gedanken und Überlegungen immer noch gerne festhält. Und ich glaube, dass sicherlich in der heutigen Generation viele Physiker, die im Augenblick, wo sie wirklich einigermaßen hart arbeiten und Teile von Teilen untersuchen, vielleicht im Alter mit dem entsprechenden kulturellen Hintergrund auch wieder beginnen, derartige Fragen zu stellen. Aber dass das sicherlich im Augenblick für die Leute, die aktiv beschäftigt sind, keine große Relevanz hat, diese Fragen. Gerade die heutige Generation, was ja hier mehrfach gesagt wurde, verzichtet auf die Frage nach dieser Vollständigkeit oder nach diesem Gottbegriff in gewisser Weise, weil sie erkannt hat, dass sie das nicht schafft. Die heutige Physikergeneration verzichtet auf den Gottesbegriff, weil sie erkannt hat, dass sie das nicht schafft. Dies Eingeständnis der Selbstbeschränkung ist wohl sehr typisch. Die Naturwissenschaftler halten skeptische Distanz zur Religion. Was Heisenberg die zentrale Ordnung nennt, ist ziemlich weit entfernt vom christlichen biblischen Gott. Aber Heisenberg sagt, dass er sich auch nicht scheue, die traditionelle religiöse Sprache zu benutzen, denn man könne ihr nicht vorwerfen, dass sie ungenau ist. Die Umgangssprache müsse oft ungenau sein, weil sich vieles in Worten nicht präzis ausdrücken lasse, was doch einen präzisen Sinn habe. Das sei eine Erfahrung aus der Atomphysik, denn die physikalischen Wahrheiten ließen sich ja auch nicht in der Umgangssprache ausdrücken, ohne dass man Gleichnisse und widersprüchliche Bilder verwende. Ich fragte Heisenberg, ob er damit allen religiösen Aussagen einen Freibrief ausstelle. Also Sie spielen hier jetzt an auf etwas, was für uns Atomphysiker in der Tat eine große Bedeutung bekommen hat im Lauf des Erkenntnisprozesses, den wir durchlaufen mussten, nämlich die Feststellung, dass wir schließlich über die Atome völlig klar reden können, nämlich klar in einer mathematischen Sprache, die ja völlig präzis, widerspruchsfrei und so weiter ist. Und dass aber in dem Moment, wo wir nun das, was wir da mathematisch aufgeschrieben haben, in unsere gewöhnliche Sprache übersetzen, dass wir dann gezwungen sind, Bilder und Gleichnisse zu verwenden. Nun, diese Denksituation, die wir da erlebt haben, schien mir eben ein guter
ein gutes Bild oder ein guter Vergleich zu der Denksituation in der Religion zu sein, wo wir einerseits auch von einer Realität oder von einer Wirklichkeit, will ich besser sagen, von einer Wirklichkeit sprechen, die ja in allen Völkern immer wieder verstanden worden ist, von der aber doch in allen Völkern, in allen Kulturen und allen Zeiten immer wieder in Gleichnissen und Bildern gesprochen worden ist. Und natürlich darf man die Gleichnisse und Bilder nicht für die Sache selbst nehmen, aber man darf auch die Tatsache der Gleichnisse und Bilder nicht dazu benutzen, zu sagen, diese Wirklichkeit existiert ja nur im Märchen, die gibt es ja gar nicht. Und dafür haben wir eben jetzt in der Atomphysik so ein schönes Denkmodell, denn wir reden ja auch nur in Gleichnissen und Bildern, wenn wir etwa davon sprechen, dass ein Elektron so und so läuft oder eine Materiewelle das und das tut. Das sind alles Gleichnisse und Bilder, die gar nicht genau stimmen, aber wir wissen, dass dahinter eine Wirklichkeit steht, die wir in absoluter Präzision mathematisch ausdrücken können und die wir dann durch unsere Experimente auch verifizieren können. Also einfach als Denkmodell schien uns da doch die Quantentheorie, also die mathematische Formulierung der modernen Atomphysik, außerordentlich nützlich, um auch die Denksituation der Religion besser zu verstehen. Soweit das Gespräch mit Werner Heisenberg. Dass einige der großen Physiker unseres Jahrhunderts der Religion und speziell der christlichen gegenüber sehr aufgeschlossen waren, das hat ein unterschiedliches Echo gefunden. Mancher Christ hat geglaubt, die moderne Atomphysik widerspreche nicht nur dem christlichen Glauben nicht mehr, sondern stütze ihn sogar. Wer aber den christlichen Glauben für überholt hält, den stören leicht die religiösen Ansichten einiger großer Physiker. Auch der Philosoph Olof Klor, bis vor kurzem Professor für wissenschaftlichen Atheismus in Jena, hat sich bemüht, die religiösen Physiker zu widerlegen. Er behauptete: Kirchliche Kreise berufen sich auf die Religiosität berühmter Naturwissenschaftler wie zum Beispiel Karl Friedrich von Weizsäcker, Werner Heisenberg, Pascal Jordan, Albert Einstein. Das häufig angeführte Standardbeispiel für den religiösen Naturwissenschaftler ist Max Planck. Bei näherer Überprüfung ergibt sich jedoch, dass bei keinem Naturwissenschaftler eine Einheit von Wissenschaft und Religion vorhanden ist. Denn bei keinem der angeführten Wissenschaftler ergeben sich aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen religiöse Schlussfolgerungen. In meinem Gespräch mit Karl Friedrich von Weizsäcker habe ich zunächst diese Worte von Olof Klor zitiert und von Weizsäcker gefragt, ob das nicht ein gewichtiger Vorwurf wäre. Nun, oder es wäre eine richtige Erkenntnis. Ich würde sagen, es gibt eine schöne Geschichte von einem sehr frommen Physiker, das ist Michael Faraday, der sonntags in einer Sekte predigte und ein frommer Mann war und ein vortrefflicher Mann war. Der soll gesagt haben, wenn ich mein Labor betrete, vergesse ich, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Also ich finde, die Beschreibung des durchschnittlichen Zustands der Wissenschaft durch diesen Satz, den Sie hier zitieren, ist ziemlich richtig. Ich glaube allerdings, dass die Beziehung zwischen dem religiösen Empfinden und vielleicht auch Glauben der Leute, die Sie zitiert haben, und ihrer Wissenschaft in Wirklichkeit besteht. Das klarzumachen ist eine philosophische Aufgabe, die keiner der Wissenschaftler, die Sie genannt haben, geleistet hat. Es gibt ja ganz allgemein eine erstaunliche Neutralität der Naturwissenschaft und auch der Naturwissenschaftler zu den Fragen von Weltanschauung und Glauben überhaupt. Ja. Also nach einer langen Periode des Streites, bei der man die Naturwissenschaftler als Kronzeugen für den Atheismus oder jedenfalls für eine Erneuerung der Weltanschauung verwendet hat, ist ja jetzt inzwischen eigentlich ein Waffenstillstand, wenn auch kein Friede eingekehrt zwischen der Theologie und der Naturwissenschaft. Wie kann man sich aber erklären, dass es ein solch breites Desinteresse unter den Naturwissenschaftlern für religiöse Fragen gibt, überhaupt für die Fragestellung, wenn andererseits für einige offensichtlich dieser Zusammenhang so klar ist? Da habe ich nun das Gefühl, das hängt auch damit zusammen, dass die Mehrheit der Wissenschaftler heute sich nicht mehr mit grundlegenden Fragen abgibt. Es ist mal gesagt worden, 95% aller Physiker, die jemals gelebt haben, leben heute. Das heißt, die Menge der Wissenschaftler hat sich ganz ungeheuer vermehrt.
Und das bedeutet naturgemäß, dass diese Wissenschaftler, auch wenn sie an grundlegenden Fragen interessiert gewesen sind, als sie das Fach wählten, tatsächlich in ihrem Alltag, in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit, mit grundlegenden Fragen überhaupt nichts zu tun haben. Und die Wissenschaftler, die Sie zitiert haben, für die der Zusammenhang zwischen der religiösen Frage und der Wissenschaft jedenfalls ein echtes und großes Problem war, haben dieses Problem im Allgemeinen empfunden anhand ihrer Arbeit über die grundsätzlichen Probleme der Wissenschaft. Im Alltag findet man keine Beweise für die Religion, weder in der Wissenschaft noch irgendwo sonst in unserer Arbeitswelt, sondern der Hinweis auf die Religion geschieht im Allgemeinen dort, wo diese alltägliche Selbstverständlichkeit zerbricht. Das soll aber bestimmt nicht heißen, dass dabei Gott als Hypothese den Lückenbüßer machen sollte in all den Fragen, vor allem in den Grundlagenfragen, die noch nicht geklärt sind oder über die man sich nicht einig ist. Nun, ich würde jedenfalls sagen, dass diese Verwendung von Gott nichts anderes ist, als wenn man ihn gar nicht benutzt. Sondern was ich jetzt meine, das ist, dass die, ich will es mal nennen, religiöse Wirklichkeit nur dort in den Blick kommt, wo der Schein einer Kohärenz, eines ungebrochenen Zusammenhangs der Wirklichkeit der täglichen Welt zerreißt. Und wenn man einen Beruf hat, der einem das Erlebnis dieses Zerreißens nicht vermittelt, dann wird dieser Beruf einem die andere Wirklichkeit auch nicht sichtbar machen. Deshalb habe ich das Gefühl, dass den Physikern heute diese Wirklichkeit noch am ehesten dort sichtbar wird, wo sie über solche Sachen erschrecken wie die Atombombe. Sind es eigentlich die ethischen Fragen, die sich aus der Wissenschaft, aus der Technik und ihrer Anwendung ergeben, die der Religion bei einigen wieder eine gewisse Zustimmung eingebracht haben? Oder sind es Grundlagenfragen im philosophischen Sinne? Man kann da nicht für die Wissenschaftler im Ganzen reden. Die Wissenschaftler im Ganzen sind in religiösen Dingen genauso konfus wie alle anderen Leute auch. Ja. Aber die Frage... wo für die Wissenschaftler die religiöse Frage überhaupt auftaucht, würde ich heute anders beantworten als vor 40 Jahren, als ich anfing zu studieren. Als ich anfing zu studieren, waren die technischen Konsequenzen der Wissenschaft noch nicht sehr sichtbar und die großen Grundsatzprobleme standen im Vordergrund. Und wenn jemand über die grundlegenden Fragen so nachdachte und darin so erschüttert wurde in seinen Selbstverständlichkeiten, wie das in der Zeit der Entstehung der Relativitätstheorie und der Quantentheorie der Fall war, dann konnte ihm da eine religiöse Frage sehr wohl auftauchen. Heute gilt die Relativitätstheorie und die Quantentheorie als selbstverständlich und man macht sich über ihre Grundlagen nicht mehr viele Gedanken. Und die Erschütterung, ohne die es den Zugang zum Religiösen wahrscheinlich nicht gibt, begegnet dem heutigen Wissenschaftler eben leichter in den ethischen Konsequenzen der Wissenschaft. Ich würde persönlich meinen, dass man zwischen den Grundlagen der Naturwissenschaft und den philosophischen Problemen der Religion allerdings einen engen Zusammenhang erkennen kann, wenn man über die Sachen genug nachdenkt. Aber das ist in der Wissenschaft im Allgemeinen dadurch verhüllt, dass die Wissenschaft ja genau deshalb im Alltag funktioniert, weil sie auf das Stellen philosophischer Fragen verzichtet. Welche Fragen wären aber die philosophischen? Meinen Sie auch die Grundlagenkrise selbst, in der die Kausalität, der Kausalitätsbegriff zum Beispiel in Frage gestellt wurde, also als eine Krise, in der auch der daran beteiligte Wissenschaftler so in seinem Selbstverständnis erschüttert wird, dass er einer philosophischen und dann vielleicht auch religiösen Fragestellung... Ja, also ich würde jetzt aber den Spieß einmal umdrehen. Ich habe gerade von der notwendigen Erschütterung gesprochen.
Und davon habe ich eigentlich deshalb gesprochen, weil die Wissenschaft ein Betrieb ist, heute vor allem, so wie andere Betriebe auch, und Betriebe ja immer eine Neigung oder eine Wirkung haben, dass man die Frage, wieso so etwas überhaupt möglich ist, wie dieser Betrieb, nicht mehr stellt. Wenn man ihn jeden Tag in ihm lebt, fragt man nicht mehr so. Und deshalb scheint es mir, dass die Fragen überhaupt erst aufbrechen, wo eine Erschütterung geschieht. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass wenn man einmal die Fragen gesehen hat, diese Fragen gar nicht nur mit den Krisen zusammenhängen, sondern genauso gut zusammenhängen mit dem Alltag. Also die philosophische Frage, ich habe ja ausdrücklich gesagt, die philosophische Frage der Religion, man kann auch sagen, die Frage der philosophischen Religion, ist nicht nur die Frage nach dem Grund der Erschütterung, sondern die Frage nach dem Grund der Möglichkeit von Dasein überhaupt, zum Beispiel auch die Frage nach dem Grund der Möglichkeit von Erkenntnis. Beispielsweise haben sich gerade die großen Physiker oft und mit Recht tief darüber gewundert, wieso überhaupt Naturgesetze gelten, woher überhaupt unser Zutrauen in Naturgesetze kommt. Und wenn man eine saubere Methodologie der Wissenschaft betreibt, wenn man das macht, was man heute etwa Wissenschaftstheorie nennt, dann würde ich bereit sein, die These durchzufechten, aber das geht nicht in wenig Worten, dass die Wissenschaftstheorie zu keinem anderen Resultat kommt und zu keinem anderen kommen kann, als dass schon die Möglichkeit von Erfahrung ein tiefes Rätsel ist. Das spiegelt sich in solchen Fragen wie, wodurch kann man eigentlich aus vergangener Erfahrung beweisen, dass morgen die Sonne wieder aufgehen wird? Schon dieses ist logisch überhaupt nicht zwingend. Wir trauen aber darauf. Und wenn man nun analysiert, was eigentlich Trauen heißt, ich habe ja gesagt, wir trauen darauf, dann würde ich sagen, dieses ist ein Glaube, der an hohem Wert und rationaler Unbeweisbarkeit dem religiösen Glauben nichts nachgibt. Insofern meine ich, dass wenn man einmal wach geworden ist für diese Fragen, man schon in der Rückfrage nach dem Alltäglichsten nicht durchkommt, wenn man, wie man so sagt, weltimmanent bleibt. Die Physiker selber haben oft ihre eigentlich religiösen Erlebnisse nicht in den Krisen gehabt, sondern in den positiven Entdeckungen. Für Kepler war die Entdeckung der Gesetze des Planetensystems eine Enthüllung der Geheimnisse Gottes, eine Art Gottesdienst. Und die heutigen Physiker drücken sich meistens nicht mehr so aus, weil sie diese Vokabeln nicht mehr zur Verfügung haben. Aber wo ein Physiker dabei gewesen ist oder gar es ist in seinem eigenen Kopf passiert, dass eine große Entdeckung gemacht worden ist, da hat er dieses Erlebnis von grenzenlosem Staunen und Ehrfurcht eigentlich ganz genauso. Ja, Einstein hat das auch mal so formuliert, dass es ein religiöses Gefühl sei der Verehrung angesichts der Harmonie der Naturgesetze. Ja. Und wenn Sie nun sagen Harmonie der Naturgesetze und weiter fragen, was heißt Naturgesetz und was heißt Harmonie, dann sind Sie mitten in der religiösen Philosophie. Das ist nicht Christentum, aber ja, es ist Religion. Ja, es ist eigentlich auch nicht Physik, sondern es sind die philosophischen Grundfragen, die Rückfragen, die eben kein Physiker stellt, außer den wenigen, die Sie zitiert haben, die zugleich bedeutende Philosophen waren. Ja, die Physik, wie jeder Betrieb, wird dadurch möglich, dass sie die Frage, wieso sie überhaupt selbst möglich ist, nicht stellt. Die großen Fortschritte in der Wissenschaft, die großen grundsätzlichen, gedanklichen Fortschritte, werden aber umgekehrt nur dadurch möglich, dass man gewisse Grundfragen stellt, die man gewöhnlich nicht stellt. Und deshalb sind die Wissenschaftler, die die großen Grundlagenfortschritte gemacht haben, in gewisser Weise mit einer gewissen sachlichen Notwendigkeit sowas wie Philosophen. Auch wenn sie dilettantische Philosophen sind, was sie meistens sind. Soweit zunächst das Gespräch mit von Weizsäcker. Es scheint tatsächlich so, als sei die neue Beziehung zwischen Naturwissenschaft und Glauben geboren worden in der Zeit der stürmischen Entdeckungen der Physiker.
Die moderne Physik ist aber längst für die heutige Physikergeneration zur Selbstverständlichkeit und zur Routine geworden. Philosophische Fragen oder gar religiöse Fragen drängen sich heute nicht mehr auf. Dazu noch einmal ein Ausschnitt aus der Diskussion junger Kernphysiker vom Max-Planck-Institut in Heidelberg. Ich glaube, dass die Leute wie Heisenberg und so immer noch, sie wollten eben das Ganze erkennen, ja, sie wollten sich ein Weltbild schaffen und da fehlte also der letzte Baustein. Und der haben sie also dann irgendwie den Gott oder eine höhere Ordnung eingebaut, die also dann irgendwie ihnen eine Abgeschlossenheit präsentieren sollte. Während heute die Frage in der Naturwissenschaft wahrscheinlich nicht mehr so ganzheitlich gestellt ist wie früher. Jedenfalls gerade bei uns Kernphysikern sieht man doch oft, dass also der große Überblick über die Kernphysik praktisch fehlt letzten Endes. Nicht? Wir basteln an einzelnen Bausteinen rum, aber das große Weltbild können wir uns noch nicht machen. Ja? Insofern sind wir also noch nicht so unbescheiden, wie Heisenbergs vielleicht ist in seiner Formulierung, dass er etwas Ganzes erforschen will. Wir versuchen erst wirklich erstmal die Einzelheiten zu klären und deshalb brauchen wir auch keinen Gott. Ja. Ja, ich glaube auch, dass je weiter man fortschreitet, dieser Wunsch auch immer unmöglicher zu werden scheint, weil die Komplexität nur einfach immer weiter wächst. Denn das Vordringen in immer neuere Gebiete der Erkenntnis multipliziert die Erscheinungen exponentiell, ja, genau. Sodass man aus einer Sicht aus dem letzten Jahrhundert sicherlich gerne den Wunsch hat, etwas Göttliches und Ganzes zustande zu bringen, während man heutzutage darüber eigentlich den Mut verlieren könnte. Wir versuchen erstmal Einzelheiten zu klären und deshalb brauchen wir keinen Gott. Darin spricht sich ein Stück der Selbstbeschränkung aus, der sich die heutigen Physiker vielfach unterworfen haben. Es bleibt dennoch zu vermuten, dass Heisenberg, von Weizsäcker und andere recht behalten werden mit ihrer Zuversicht, dass sich die Einheit der Physik, ja der ganzen Natur einmal werde mathematisch formulieren lassen. Ob uns das dann aber zu einem zuverlässig bewiesenen Gottesbegriff führen würde, ist fraglich. Und was hätte dieser Gott der Physiker und Philosophen auch zu tun mit dem biblischen Gott? Die genannten Physiker haben sich aber nicht nur eine eigene Theologie zurechtgelegt, es hat auch nicht an Bemühungen gefehlt, mit der christlichen Theologie ins Gespräch zu kommen. Hier ist besonders das Göttinger Physiker-Theologen-Gespräch zu nennen, an dem Karl Friedrich von Weizsäcker entscheidenden Anteil hatte. Das Gespräch zwischen Physikern und Theologen ist schwierig, weil sie keine gemeinsame Sprache haben. Belastet wird es zudem immer noch durch die Fehler, die die Kirche in der Vergangenheit machte, besonders in ihrem Kampf gegen Galilei und gegen Charles Darwin. Es ist erst 3 Jahre her, dass der Wiener Kardinal König vor der Lindauer Nobelpreisträgertagung einen Versuch machte, den Fall Galilei offiziell zu beenden. Es kann aber im Gespräch zwischen der Physik und der christlichen Theologie nicht nur und nicht gleich um Frieden und Eintracht gehen. Physiker und Theologen haben einander auch etwas zu lehren. Das ist eine Einsicht, die Karl Friedrich von Weizsäcker immer wieder formuliert hat. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem hochgestellten katholischen Prälaten, der mir die Frage stellte, ob es nicht an der Zeit wäre, das Kriegsbeil zwischen Kirche und Wissenschaft zu begraben. Und dann sagte ich eben, in meinen Augen sei das zwar eigentlich auch schon passiert, aber mir schien das auch nicht das Wichtige. Ich hätte das Gefühl, wenn sich Christen und Naturwissenschaftler überhaupt etwas Sinnvolles zu sagen hätten, dann genau dieses, dass jeder von beiden den anderen an einer Stelle kritisieren kann, wo der das wahnsinnig nötig hat und es ihm gewöhnlich nicht hinreichend geschieht. Zum Beispiel muss sich die überlieferte Kirchlichkeit gefallen lassen, modern denken zu lernen. Und das kann sie bei der Wissenschaft ziemlich gut. Und umgekehrt muss es jemand geben, der diesen Naturwissenschaftlern, die ganze Welt zu erforschen meinen und verändern und meinen, sie dürften das einfach, die Leviten liest und sie daran erinnert, dass sie ein Gewissen haben und sie fragen, ob sie das eigentlich dürfen und ob sie wissen, was sie tun. Ich würde also sagen, die Fruchtbarkeit des Gesprächs zwischen Wissenschaft und Kirche kann eigentlich nur dort liegen, wo sie einander kritisieren, als Freunde, und nicht dort, wo sie einander in die Arme sinken und gar nicht mehr merken, wie verschiedene Aufgaben sie haben. Der jetzige Waffenstillstand oder dieses Desinteresse ist ja eine Fortsetzung eigentlich einer alten Feindschaft. Ich würde sagen,
Die alte Feindschaft ist ja nur ein halbes Verständnis, ist ja auch zum Teil ein Missverständnis. Ich glaube persönlich allerdings, das kann ich mit ganz merkwürdig positiven Worten sagen, dass letzten Endes eine der Hauptaufgaben der Wissenschaft ist, die Herrlichkeit Gottes darzutun. Also ich finde, diese Feindschaft ist eine Folge davon, dass beide ihre Aufgabe nicht tief genug aufgefasst haben. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass die Fähigkeit, die eigene Aufgabe tief genug aufzufassen, sehr verstärkt wird, wenn man sich vom anderen die Leviten lesen lässt, wenn man sich vom anderen sagen lässt, was einem fehlt. Und so etwa habe ich das gemeint. Ich habe den Eindruck, dass Sie selber von einem zunächst mehr philosophisch begründeten Christentum zu einem sehr praktischen Christentum gekommen sind, dass Sie, wenn Sie es gelegentlich formuliert haben, ich versuche ein Christ zu sein, dann meinen, dass Sie dieser Religion der Nächstenliebe oder diesem pazifistischen Umgang mit Menschen oder dieser Menschenfreundlichkeit, wie sie in Jesus vorgelebt worden ist, nachfolgen wollen und dass Sie es nicht so sehr als Physiker oder als jemand tun, der aus philosophischen oder physikalischen Grundlagenüberlegungen heraus zu einem Theismus gekommen ist. Wohin man kommen kann, wenn man die Physik einmal wirklich verstanden haben sollte, lasse ich offen. Ich würde glauben, wenn einmal ein Mensch geboren werden sollte, der die Physik wirklich versteht, dann könnte es sein, dass der auch einsehen wird, wie das mit Religion wirklich zu tun hat und warum die Physiker, die immer empfunden haben, dass es damit zu tun hat, recht gehabt haben. Aber für mich ist allerdings Christentum nicht eine Lehre über Theismus oder so etwas, sondern es ist zunächst einmal die Bergpredigt. Ich habe das Gefühl, wen das angeht, der kann vielleicht sagen, er versucht Christ zu sein. Die Herrlichkeit Gottes darzutun in der naturwissenschaftlichen Forschung, wie von Weizsäcker es formuliert hat, das ist sicherlich bis heute eine ungelöste Aufgabe und darüber hinaus eine Aufgabe, die sich nur ganz wenige Wissenschaftler auf der Welt stellen. Alle Versuche aber, die Physik jetzt schon theologisch zu deuten, müssen wohl verschoben werden. Bis zu der Zeit, da die Physiker ihre Physik besser verstanden haben. Dann mag die Atomphysik vielleicht ein Gottesbeweis sein oder doch wenigstens ein Anlass, die Herrlichkeit Gottes darzutun.